Also gefährdet wird ein Forschungsvorhaben nicht, aber Daten sind das neue Gold. Das gilt auch für Forschungsdaten, oder? Und welche Rolle spielen elektronische Laborbücher dabei? Herzlich willkommen beim Podcast Nachgefragt von ZBMed. Heute zum Thema Forschungsdaten und elektronische Laborbücher. Mein Gast ist diesmal Birte Lindstedt. Sie leitet den Bereich Forschungsdatenmanagement. Birte, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Wie ist eigentlich ZBMed dazu gekommen, so als Hintergrundinfo, sich mit dem Thema elektronische Laborbücher auseinanderzusetzen? Das stand doch eigentlich gar nicht auf der Agenda, oder? Nö. Wenn du so nach dem ganz konkreten Anlass fragst, der war vor rund 2,5 Jahren. Und zwar ist ein Forschungsinstitut auf unseren damaligen Interimsdirektor Dr. Nelle zugekommen und hat im Zuge eines geplanten Einführungsprozesses für ein elektronisches Laborbuch bei ihm nachgefragt, inwieweit wir da unterstützen können. Und es stellte sich raus, dass dieses Institut die Einführung deshalb plant, weil ein eindeutiger Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis nachgewiesen werden konnte. Ja, so kamen wir ganz konkret mit dem Thema in Berührung. Elektronische Laborbücher und gute wissenschaftliche Praxis sind also, wie mir scheint, ein absolutes Dreamteam. Aber jetzt mal zur Begriffsklärung. Was genau sind denn elektronische Laborbücher überhaupt? Ja, es gibt unterschiedliche elektronische Laborbücher. Es gibt welche, die übertragen praktisch die materielle Form, also das Blatt Papier, in die digitale Welt, indem sie einfach nur ein Blatt Papier bieten. Aber die digitale Welt bietet natürlich viel mehr. Insofern kann man dieses weiße Blatt Papier ergänzen durch Vorlagen, durch Formeleditoren, durch Schnittstellen zu anderen Tools. Also da gibt es einen ganzen Baukasten an Funktionen, die man da einbauen kann. Und es geht bis dahin, dass man ein ganzes Labormanagementsystem, also mit Materialverwaltung, Probenverwaltung, also dass das System weiß, vom Stoff XY habe ich noch so und so viel im Kühlschrank liegen. Also bis dahin geht es, dass man richtige Labormanagementsysteme mit so einem elektronischen Laborbuch verknüpft. Das heißt, die elektronischen Laborbücher machen die gesamte Forschungsarbeit leichter, übersichtlicher, transparenter. Das sind ja schon Vorteile. Aber es gibt bestimmt noch andere Vorteile, die bei der Einführung von elektronischen Laborbüchern mitbedacht werden sollten oder auf die wir abzielen. Was sind die denn? Also eins hast du schon angedeutet. Wenn ich digitale Daten produziere, digitale Forschungsdaten, zum Beispiel Messdaten, und ich habe dann ein Papierlaborbuch, dann habe ich natürlich einen Medienbruch drin. Ja? Aber ich habe auch ganz operational Vorteile. Ich kann in so einem Laborbuch suchen nach Begriffen, ich kann filtern. Ein elektronisches Laborbuch ist auch beweissicher. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium bei diesen Laborbüchern. Ja, aber der wichtigste Punkt ist sicherlich auch, dass ich da diesen digitalen Workflow bauen kann, wenn ich auch das Laborbuch in digitaler Form nutze. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, weil ich ja den Medienbruch vermeiden möchte und sowieso alles schon digital ist, komme ich um elektronisches Laborbuch überhaupt nicht herum. Dann frage ich mich aber so ganz praktisch, die Daten müssen ja rein und rauskommen, damit das Ganze funktioniert. Wie läuft das dann genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Das Zauberwort heißt hier Schnittstelle, also sowas wie eine API. Ich brauche Schnittstellen für den Import von Daten und vor allen Dingen aber auch für den Export von Daten, weil das eine große Problematik darstellt, wenn die Daten nur in diesem Tool bleiben könnten. Sie sollen ja
in dem Forschungsdatenmanagement-Zyklus weitergehen, sozusagen weitergereicht werden, zum Beispiel zur Publikation, zum Beispiel zur Archivierung. Und deshalb ist die Exportfunktion ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium für einen ELN. Welche weiteren Kriterien gibt es denn bei der Einführung von ELN zu beachten? Also ganz zuvorderst wird in der Regel die Usability genannt, also die Nutzerfreundlichkeit. Das muss intuitiv bedienbar sein, so ein Tool. Oder genau das, worüber wir eben gesprochen haben, Exportfunktionalitäten. Also wie kriege ich die Daten jemals da wieder raus, damit ich nicht so einen, das nennt man im Fachbegriff ist das ein Vendor-Login. Das heißt, ich bin auf ewig auf ein Tool gebunden und kriege meine Daten dann nicht mehr raus und der Anbieter kann eigentlich machen, was ich will mit mir. Eigentlich banale Dinge wie Ressourcen gehören natürlich auch dazu. Wie viel Personal und finanzielle Ressourcen brauche ich, um ein bestimmtes Tool halt zu lizenzieren? Jetzt mal andersrum, also jetzt mal zurückgedacht. Wäre jetzt ein Forschungsvorhaben wirklich gefährdet, wenn es ohne elektronische Laborbücher geplant wird und umgesetzt wird? Also gefährdet wird ein Forschungsvorhaben nicht, aber im Sinne eines durchgängigen Forschungsdatenmanagements, was ja viele Förderer heutzutage umgesetzt sehen will. Ja, wir sind wieder bei der guten wissenschaftlichen Praxis, ne? Für die gute wissenschaftliche Praxis empfiehlt sich natürlich die Einführung eines elektronischen Laborbuchs. Genau, ich schlage einfach viele Fliegen damit. Ich fördere mein digitales Forschungsdatenmanagement und ich erfülle die Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis, indem ich eine elektronische Version des Laborbuchs einführe. Am Anfang hast du erzählt, dass ihr von der Institution, dass eine Institution an euch herangetreten ist, damit ihr beratet im Hinblick auf elektronische Laborbücher. Wie ist die Geschichte denn ausgegangen oder weitergegangen? Ja gut, Gott sei Dank. Wir haben auch Kontakt zu einem anderen Institut. Die standen vor der ähnlichen Problematik, wissenschaftliches Fehlverhalten, haben dann beschlossen, wir führen verpflichtend ein elektronisches Laborbuch ein. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise passiert das auf freiwilliger Basis. Aber dieses Institut stand vor einer Sonderevaluierung und bevor diese Evaluierung stattfand, wollte man den Prozess der Einführung eines ELN-Tools abgeschlossen haben und hat das auch geschafft. Also diese Sonderevaluierung ist dann positiv über die Bühne gegangen. Das heißt, ich lerne aus der ganzen Geschichte, wenn ich ein elektronisches Laborbuch von Anfang an einführe, bin ich auf der sicheren Seite, was die gute wissenschaftliche Praxis anbelangt. So ist es. ZBMed ist ja ein Forschungs- und Infrastrukturzentrum für die Lebenswissenschaften. Was macht denn ZBMed jetzt wahrscheinlich in der Rolle als Infrastrukturzentrum? Also das ist ja nicht die Forschung an sich, sondern das ist ja eher dieser beratende Teil. Was macht ZBMed in der Rolle als Infrastruktur- und Forschungszentrum im Hinblick auf Forschungsdatenmanagement und elektronische Laborbücher genau? Also welche Service bietet ZBMed? Also du hast es schon erwähnt, Stichwort heißt Beratung. Und zwar haben wir uns sehr intensiv mit diesen Tools beschäftigt, also von der Angebotsseite her. Ich sagte schon, es gibt eine Vielzahl von diesen Tools. Wir haben versucht, da Struktur und Ordnung reinzubekommen und die nach Kriterien zu sortieren, auch den Auswahlprozess zu strukturieren. Wir haben uns also sehr viel mit Literatur und Informationen beschäftigt und ganz im bibliothekarischen Sinne die aufbereitet, gesammelt und stellen sie wieder zur Verfügung, haben viele Experteninterviews geführt. Das Ganze haben wir in einer Art Leitfaden dokumentiert und dieser Leitfaden heißt ELN-Wegweiser. Merken. Wir machen Beratung aber auch aktiv, das heißt, man kann auf uns zukommen. Und wir unterstützen den Prozess der Einführung eines elektronischen Laborbuchs, zum Beispiel indem wir eine Bedarfsanalyse durchführen oder beratend tätig sind im Hinblick darauf,
welche Tools passen könnten. Also wir sind neutral und unabhängig, aber wenn uns gesagt wird, die und die Kriterien sind uns wichtig, können wir in unserer Informationsbasis über diese ganzen Tools nachschauen, welche Tools kämen überhaupt in Frage und Empfehlungen geben, nehmt vielleicht das und das Tool mit in die Testphase. Dankeschön, das war unglaublich interessant. Wir haben viel gelernt über elektronische Laborbücher und wofür sie wirklich gut sind und nützlich sind. Ja, und danke auch an euch Zuschauenden. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, geht auf die Seiten von publisso.de oder schaut in die Shownotes. Da gibt es nützliche Tipps und Infos.